Kaisertreuen Deutschnationalen waren der Parlamentarismus und die gesamte Weimarer Republik suspekt. Wieder andere sorgten sich um die sogenannte Überfremdung oder fühlten sich durch die Demütigung des verlorenen Ersten Weltkriegs noch immer in ihrem Nationalstolz verletzt. Über den Arthur Schopenhauer sagte, er sei die wohlfeilste Art des Stolzes. Denn er verrate in dem damit Behafteten den Mangel an individuellen Eigenschaften, auf die derjenige stolz sein könnte. Wer nichts in der Welt habe, auf das er stolz sein könne, ergreife das letzte Mittel. Auf die Nation, der er gerade angehört, stolz zu sein. Und der sei auch bereit, alle Fehler und Torheiten, die ihr eigen sind, mit Händen und Füßen zu verteidigen. Meine Damen und Herren, wir treffen dieses Verhalten ja auch heute noch an. Und das stumpfe "Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein" ist sicherlich eine der unbedachtesten politischen Äußerungen, die man sich vorstellen kann. Trotzdem wird dieses Bild gezielt benutzt und leider auch von Mitgliedern von Parteien, die in allen deutschen Parlamenten vertreten sind.